unsere Thermalwasser, Thermalsee. Von Thermalsee haben wir schon einiges gehört vorher. Die ganze Wassermenge erneuert sich in 72 Stunden. Also diese Menge, das muss man zuerst wissen. Und eine ganz interessante Zutat, im Wasser leben auch Bakterien, sogenannte Thiobakterien, die werden von biologisch inaktiven Sulfat, also biologisch aktive Sulfidionen produzieren und die können die Haut richtig durchdringen und unser Körper braucht es bei der Gelenknorpelmaterial, bei der Bindegewebe überhaupt und auch bei verschiedenen Enzymen zum Beispiel. Deswegen ist, wie gesagt, der eine wichtigste Bestandteil von Thermalwasser ist der Schwefel. Da gibt es auch der Radon als Radiumemanation. Davon muss man also keine Angst haben, weil zuerst glaubt man immer wieder, also der Radon ist gefährlich, ein Alpha-Strahler. Ja, Alpha-Strahlung kann in der Luft 2 mm Wege ionisieren, also in Gewebe noch weniger. Man hat immer Bedenken wegen der Baustoffe und so weiter, was die Radon betrifft, aber das ist damit gar nichts zu tun. Selbstverständlich, wenn ich jeden Tag 10 Stunden lang in Thermalsee baden könnte, 5 Jahre lang hätte ich mit Sicherheit ein größeres Risiko für bestimmte Probleme. Und das kann man auch aus anderen Gründen ausschließen. Also, Schwefel, wie vorher erzählt, Radon als Radiumemanation und dann die Huminsäure. Die Huminsäure sind noch, diese drei sind die wichtigsten Bestandteile des Thermalwassers. Also die traditionelle Hefwieser-Anwendungen, das See- und Thermalwasser und alle Anwendungen, wo Thermalwasser eigentlich benutzt wird, das ist verständlich. Wir werden es auch ergänzen mit modernsten Methoden von Lasertherapie bis Nieder-, Mittelfrequenz-, Elektrotherapie und so weiter, Bewegungstherapien und. Also muss man sagen, Dutzende von verschiedenen Therapien, die wir individuell immer angepasst. Also nicht so, manchmal, Entschuldigung, das ist ein kleiner Umweg. Damals in Abano oder Monte Grotto, dann habe ich Therapiekarten gesehen und in jeder Therapiekarte war Massage, Fango und Unterwassermassage drauf. Und nichts anderes. Muss ich sagen, die haben auch selbstverständlich mit Sicherheit gute Wirkung, aber das ist nicht eine gezielte und nicht eine ganz individualisierte Therapie. Und wie können wir unsere Therapieerfolge messen? Wie misst man den Erfolg? Bei der Chirurgie ist es einfach. Schneidet, guter Erfolg oder Misserfolg, aber konkret. Wie messen wir? Also wir opfern eine bestimmte Zeit, Opfer für die Therapie, und nachher werden wir messen, wie lange hält die gute Wirkung. Also die gute Wirkung muss kommen, und wie lange hält es nachher? Deswegen war die vorher erzählte 2 Wochen als Durchschnitt ein gutes Beispiel, weil 2 Wochen kann normalerweise von 6 bis 10, 12 Monate lange Besserung verursachen. Selbstverständlich ist es immer von verschiedenen Komponenten abhängig, von Schweregrad und so weiter und so fort. Aber mit dieser Zeit messen wir und ich muss ehrlich sagen, unser Stammgastanteil bei der Kurgäste liegt bei 70%. Also 70% von den Gästen, die uns schon besucht hat, kehrt immer wieder zurück. Manchmal jährlich einmal, manchmal öfter, manchmal nur in 2 Jahren und er sagt, ja, das ist höchste Zeit und so weiter. Also wir sehen oft, bis das Bild kommt, darf ich hier ganz kurz ergänzen, ja, 70-80% der Gäste kehren zurück. Und einmal wird der Gast aus Deutschland schlau. Man kommt zum ersten Mal hin, macht die Heilkur, kommt vielleicht für eine Woche. Ich probiere das mal, wie das funktioniert und wie die Wirkung kommt. Und dann wird's okay, dann komme ich für 2 Wochen zurück. Die Krankenkassen aus Deutschland unterstützen teilweise diese Heilkur. Aber das wissen die meisten leider nicht, also nicht automatisch. Und wir müssen die Gäste darauf aufmerksam machen, dass auch zuvor hat es funktioniert, aber seit 2013 ist in Kraft getreten die EU-Initiative Cross-Border Healthcare Initiative, in Deutsch gesagt über Grenzen funktionierende Heilung. Und die Krankenkassen gewähren einen festen Zuschuss, die meisten zumindest, auch die gesetzlichen und auch die privaten, zur Heilung in Ungarn. Also Indikationsbereich, wann ist es notwendig, wann ist es wirklich ein Wert, zu uns zu kommen. Ein ganz einfacher und ganz kurzer Ausdruck, alle Krankheiten des Bewegungsapparates, Vorbeugung oder als Therapie, ausgenommen die akuten Entzündungen.
aber bei der akuten Entzündungen darf man sowieso keine Wärmetherapie und so weiter. Dort müssen wir zuerst entzündungshemmende Methoden eigentlich einsetzen und nachher können wir weiter daran arbeiten. Von den Kontraindikationen könnte ich eventuell später unter privaten Besprechungen auch etwas sagen. Hier ist die Liste auch. Das kann in zwei Wege machen. Einmal kann man in der Halswirbelsäule, dann wird auch die Halswirbelsäule, die ganze Wirbelsäule, zum Beispiel in dieser Art, naja, die Gewichte könnte man aber auch hier in der Fußseite, nicht nur hier, sondern auch im Fuß, dann sind auch die Hüfte, Knie und so weiter alles dabei. Und in erster Linie hier für die Wirbelsäule. Hier ist von diesem Punkt bis dieser Punkt wirksam. Bei den anderen ist mit Achselstütze, naja, das Beispiel könnte auch in der Fuß sein, dann wären auch die peripherischen Gelenke dabei. Und das ist die Methode. Hauptsache, dass Hals und der Kopf muss in der normalen Haltung sein, also nicht nach hinten gebeugt, sondern in der normalen Haltung. Und wirklich kann man sehr gute Erfolge erzielen bei Bandscheibenproblematik zum Beispiel. Ja? Ist eine Weltpatent, wurde in Hebis überhaupt erfunden in den 50er Jahren von Herrn Dr. Moll, ist eine Weltpatent. Also diese Methode, um die Wirbelsäule zu strecken, wird auf der ganzen Welt benutzt mittlerweile. Und wir sind sehr stolz darauf, dass es ursprünglich in Hebis erfunden wurde. Und ist eine der meist beliebten Behandlungen. Wenn sich zwei Deutsche unterhalten und reden vor den Behandlungen und wenn sie zuhören, dann hören sie immer wieder das Wort, du, warst du schon im Folterkammer? So, das ist die Folterkammer. Aber ist eigentlich unter Wasser, ist ein sehr angenehmes Gefühl. Es sieht so zwar ein bisschen schrecklich aus, aber es tut sehr gut für die Wirbelsäule. Es lässt die Wirbelsäule aufatmen. Aber anstatt Luft zu atmen, die Wirbelsäule atmet Wasser. Und diese